Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Guten Herren. Abend, meine ich Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Piratenpartei Union und SPD setzen ihren Koalitionsverhandlungen zum Schlusssport an. Beide Seiten tagen seit dem frühen Nachmittag in kleiner Runde. Übermorgen soll der Koalitionsvertrag stehen. Inhaltlich müssen dafür noch einige Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Strittig sind unter anderem eine Pkw-Maut und die doppelte Staatsbürgerschaft. Einen Fortschritt gibt es inzwischen offenbar beim Thema Mindestlohn. Seit 14 Uhr sitzt die Verhandlungsdelegation jetzt hier in der CDU-Parteizentrale zusammen. Aber für heute ist wahrscheinlich erste Halbzeit. Viel Strecke muss gemacht werden. Der CSU-Vorsitzende demonstriert Vorfahren. Kommt jetzt nur darauf an, dass wir die nächsten Tage alle miteinander Vernunft walten lassen. Und dann wird es am Ende ein gutes Regierungsprogramm geben. Der Optimismus scheint angebracht, denn auch die SPD stellt keine unüberwindbaren Hürden auf. In weniger als 48 Stunden sind die Verhandlungen beendet und ich glaube, sie werden erfolgreich beendet. Und wenn wir es schaffen, bei Mindestlohn, Leiharbeit, bei doppelter Staatsangehörigkeit und bei der Entlastung der Kommunen vorzeigbare Ergebnisse zu bekommen, dann bin ich auch ganz sicher, dann werden auch unsere Mitglieder mitziehen. Es gibt sogar schon einen ersten Entwurf für den Koalitionsvertrag, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der ist allerdings noch 177 Seiten lang, zu lang, wie beide Seiten finden. Der Bundesvorstand ist jedenfalls erleichtert. Er fühlt sich die SPD muss dann noch einen Mitgliederentscheid überstehen. Dessen Ausgang ist nach wie vor. Ich muss jetzt nicht mehr sagen, dazu haben wir keine Meinung. Sondern, es kommt einzig und allein aufs Ergebnis an. Jedenfalls bin ich sehr stolz darauf, dass die SPD und ich werde mein Bestes tun. Diese Beteiligung ein solides Fundament. Verschoben zu den Ergebnissen, die hier bis morgen verhandelt werden, wird dann auch ein neuer Zuschnitt der Ministerien gehören. Und auch die Namen derjenigen, die diesen Ressorts vorstehen werden, werden dann zu einem wesentlichen Teil bekannt sein. Zum Verlauf der Koalitionsgespräche von Union und SPD jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Deppen. Ob am Ende so wirklich belastbare Politik rauskommt. Setzen Sie also zusammen die Spitzen von Union und SPD und es soll doch mindestens bis Mitternacht gehen. Es läuft erstaunlich gut, so heißt es hier aus dem Verhandlungskreis. Knapp 20 wichtige Streitpunkte hatte man im Vorverhandlungen heute Morgen für diese Schlussrunde bis Mittwoch herausgearbeitet. Und mittlerweile sieht hier ja ein erster 177-Seiten-Entwurf des Koalitionsvertrages. Er zeigt die ganzen strittigen Punkte wie Mütterrente, Betreuungsgeld, Rentenpläne, aber auch die anderen Problemfälle wie Maut, Ausgestaltung des gesetzlichen Mindestlohns, Energiepolitik und doppelte Staatsbürgerschaft. Die ganz dicken Brocken werden wohl erst morgen beiseite geräumt. Nach den kräftigen Äußerungen auf den Parteitagen von SPD und CSU sind beide Seiten jedoch sehr bemüht und auch optimistisch bis Mittwoch ein Koalitionsvertrag vorlegen zu können. Dann wird auch der Ressortzuschnitt der kommenden Bundesregierung bekannt gegeben. Die CSU will sogar schon ihren Ministernamen veröffentlichen. Und bei der SPD spricht vieles für einen Vizekanzler Gabriel und Frank-Walter Steinmeier hat bislang die Gerüchte, er werde Außenminister, nicht dementiert. Und damit Auslöser der Debatte war ein Urteil des Kölner Landgerichts. Die Gemetall hat eine neue Führungsspitze. Detlef Wetzel wurde auf einem außerordentlichen Gewerkschaftstag zum Vorsitzenden gewählt. Er löst Bertolt Huber ab. Zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Leiter des IG Metall-Bezirks Baden-Württemberg, Jörg Hofmann. Der neue Chef Wetzel kündigte an, gegen Billiglöhne vorzugehen und die Mitbestimmung in Betrieben zu stärken. Bislang zog er eher hinter den Kulissen die Fäden. Nun führt Detlef Wetzel, die mächtige Opposition im Bundestag will die Beschneidung im Weg erst ab dem 14. Lebensjahr erlauben, sofern die Jungen dem selbst zustimmen. Für eine entsprechende Gegenentwurf hat aber wenig Aussicht auf Erfolg. Dabei ist Merkel es Wetzel gelungen, heute zuversichtlich, dass die Gesetzesvorlage der Mitglieder zu machen, noch sie ist vor eine der wenigen Gewerkschaften, die wächst. Auf der Agenda ein Schuldenschnitt für Griechenland wird nun für das Jahr 2015. Ich glaube, wir müssen uns sehr darum kümmern, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland nach Informationen des Spiegels dringend internationaler Währungsfonds und europäische Zentralbanken darauf, dass die öffentlichen Gläubiger auf die Hälfte ihrer Forderungen einiges machen. Damit die Lebensleistung der Menschen wieder honoriert wird. Eigens für den Führungswechsel wurde der Gewerkschaftstag einberufen. Die Finanzminister der Eurostaaten übernimmt das Amt von Bertolt Huber, der 6 Jahre in der autonomen spanischen Region Katalonien ist heute ein neues Regionalparlament gewählt worden. Die Abstimmung gilt als Richtungssatz. Streifte in ihrer Gastrede alle Forderungen der Mitteilung von Regierungschef Mas die Wahl für sich entscheiden. Werden die Katalanen aller Voraussicht nach in einem Referendum über eine Unabhängigkeit von Spanien geführt, stimmen. Katalonien liegt im Nordosten des Landes.
Die Region ist wirtschaftlich stark und trägt viel zum Bruttoinlandsprodukt bei, hat aber gleichzeitig hohe Schulden. Auch Werkverträge kritisierte die Kanzlerin. Die Einheit Spaniens geht heute in Katalonien auf. In Koalitionsverhandlungen werde man Regelungen dazu vereinbaren. Klaus der Metaller blieb jedoch verhalten. Thüringens Wirtschaftsminister Machnik gibt sein Amt auf. Anfang Dezember werde er für die SPD die Koordinierung des Europawahlkampfes in Berlin übernehmen, teilte Machnik in Erfurt. Bereits am Freitag erhalte er seine Entlassungsurkunde. Der 53-Jährige war wegen doppelt kassierte Bezüge von Bund und Land in die Kritik geraten. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs. In Hessen haben CDU und Grüne mit ihren Koalitionsverhandlungen begonnen. Ministerpräsident Bouffier und der Grünen-Landesvorsitzende Al-Wazir erklärte in Wiesbaden, der Vertrag solle in 3 Wochen fertig sein. Als Zieldatum wird der 16. oder 17. Dezember angepeilt. Wenige Tage danach sollen Parteigremien die Vereinbarung belegen. Bei der CDU ist dazu ein kleiner Parteitag geplant, bei den Grünen eine Landesmitgliederversammlung. Die USA sind in der Geheimdienstaffäre um Schadensbegrenzung bemüht. Eine Delegation aus Washington traf heute in Berlin unter anderem mit Innenminister Friedrich und Außenminister Westerwelle zusammen. Beide Minister forderten besondere Anstrengungen, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. US-Senator Murphy äußerte Bedauern und räumte ein, mit der Überwachung des Handys von Kanzlerin Merkel sei eine Linie überschritten worden. In Bangladesch sind bei einem US-Präsident Obama hat bisher nicht sorry gesagt, genauso wenig wie der US-Botschaft in Berlin, obwohl das Handy der Kanzlerin wohl über Jahre von der NSA abgehört wurde. Heute nun US-Kongressmitglieder auf Versöhnungstrip in Berlin, morgens beim Innen, nachmittags beim Außenminister, Besuch mit bewusst gesetzter Symbol. Wir wollen ausdrücken, dass uns die Partnerschaft mit Deutschland wichtig ist, dass wir sie nicht für selbstverständlich halten und dass wir uns sie das Feuer gewütet hat. Die Helfer bergen viele Leichen aus der ausgebrannten Wir wissen, dass Worte nicht reichen, um das Vertrauen wiederherzustellen, sondern dass es jetzt darum gehen muss, neue Grundregeln aufzustellen. Er ist doch schuld, dass hunderte Menschen nicht mehr leben. Die NSA sei zu weit gegangen, so die Botschaft der US-Delegation aus dem Kongress. Westerwelle gab der mit auf den Weg, was Deutschland nun erwarte, ein tragfähiges Abkommen zur künftigen Geheimdienstarbeit. Das Feuer im Erdgeschoss wollen eine gute Balance durch das Treppenhaus war versperrt, die Fabrik Anforderungen der Sicherheit. Bangladesch lebt von der Textilindustrie, Kleidungsstücke machen 80% des Exports aus. Ein Sorry gab es übrigens auch heute nicht, genauso wenig wie ein Treffen der US-Delegation mit der Kanzlerin. Sobald eine neue Bundesregierung steht, will US-Außenminister Kerry zu Gesprächen ins Kanzleramt kommen. Sein Treffen mit Angela Merkel heute nicht zustande kam, sei eine Folge des vollen Terminplans der Kanzlerin, hieß es heute. Und entspricht wohl auch ihrem Grundverständnis, solche Gespräche gehören auf die Chefebene. Wurde sie gegründet. Das US-Verteidigungsministerium lässt auch an deutschen Hochschulen und Instituten forschen. Seit dem Jahr 2000 seien insgesamt mehr als 10 Millionen Dollar an 22 Einrichtungen geflossen. Das berichten der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung. So habe die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Forschungen über militärische Sprengstoffe betrieben. Das Fraunhofer-Institut in Freiburg habe an Panzerglas und Sprengköpfen gearbeitet. Gerade wenn man halt irgendwie Referate hat, für die US-Armee an einer deutschen Forschungsschule. Das Fraunhofer-Institut in Freiburg arbeitet im Auftrag des Pentagon an Panzerglas und Material für Sprengköpfe. Die Aufträge der Amerikaner, deutschen Wissenschaftlern sind sie willkommen. Universitäten machen in vielen Bereichen überhaupt keine Forschung, die derartige Anwendung hat. Es gibt auch wenig, zum Beispiel Werkstoffentwicklungen, was in den USA mit großem Aufwand gemacht wird, dass man da neue Gläser, neue Keramik entwickelt. Das Schöne für uns ist, dass wir ab und zu mal einen Mini-Auftrag zum Testen dieser Gläser kriegen. 22 deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute, so die Recherchen, lassen sich Forschung vom US-Verteidigungsministerium bezahlen, obwohl sich viele eigentlich nur zivilen Zwecken verpflichtet haben. Chemiker der Uni München etwa erhielten im vergangenen Jahr knapp eine 500.000 US-Dollar, allein um militärischen Sprengstoff zu perfektionieren. Auf der Grundlage einer gefestigten Demokratie
ist schon eine neue Qualität, dass hier in diesem Land für Russisches Interesse eines fremden Landes geforscht wird, dessen Armee und dessen Pentagon Angebote scheinen bei Kriege wie den Irakkrieg, die eine der Völkerrechtsverstöße, aber auch Völkerrechts- und Drohneneinsätze und Ähnliches zu verantworten hat. Nach einem spektakulären Formel-1-Rennen in Brasilien, Schmerzensgrenze gestoßen. Die Uni Bremen hat sich friedlicher Forschung verschrieben. Dass sie auch dem Militär zugutekommt, lasse sich dennoch nicht ausschließen. Es ist ein Dilemma, mit dem man leben muss, weil man diese Trennung eindeutig nicht durchführen kann. Bei diesem Erfolg ist Fettel der jüngste Dreifachweltmeister. Und so überlassen es viele Universitäten ihren einzelnen Wissenschaftlern, ob sie fürs Militär forschen wollen. In der Heimatstadt des alten und neuen Formel-1-Weltmeisters haben Vettel-Fans den Titelgewinn gefeiert. In einem Autohaus verfolgten nach Angaben des Veranstalters etwa 1.500 Menschen gemeinsam das letzte Rennen der Formel-1-Saison. Minister Netanyahu sagte Obama, die USA seien Israel weiterhin fest verpflichtet. Beide Länder hätten das gemeinsame Ziel, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. In Israel, aber auch im US-Kongress, wird das Abkommen kritisiert, weil der Iran kaum Zugeständnisse für eine Lockerung der Sanktionen gemacht habe. Die Gastgeber trafen Rosenthal. Nicht nur der Nebel hält den Präsidenten heute länger als geplant am Boden fest. Auch politisch ist die Erleichterung über den Atomdeal hoch in Frage. Obama weiß, dass er die Skeptiker im Kongress noch überzeugen muss. Den Führungstreffer der Gastgeber durch Mölders gefährlich. Hermann kurz vor bringt den Iran näher an den Status einer Atommacht. München weiter an der Spitze, Dortmund zweiter mit 9 Punkten. Ich bin enttäuscht über die Abmachung. Iran friert seine nuklearen Fähigkeiten nur ein. Wir aber reduzieren bereits die Sanktionen. Beginnt mit Hamburg, dann Mönchengladbach, diese Sorgen teilt auch Israel. In einem Telefonat hatte Obama deshalb gestern bereits versucht, Ministerpräsident Netanyahu zu beschützen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. Man sei sich einig, den Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern. In den Aufläufe kommenden Tagen von wird der Sicherheitsberater Netanyahu nach Washington Wetter bei uns in Deutschland. Dass der Atomdeal nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken bewölkt, birgt ganz im und ein Norden langfristiges Abkommen noch in weiter Ferne später kommt im Südwesten der amerikanische Außenminister. Am Tag ist es zwischen Ostsee und Erzgebirge noch länger freundlich. Im Südwesten die Arbeit an einem umfassenden Abkommen, das den Iran enorme Zugeständnisse bei der Überprüfbarkeit und Transparenz abverlangt. Immer noch in der Nacht noch Sturmböen. Kommende Woche berät der Kongress über das Abkommen und Anfang Dezember will der Senat sogar über schärfere Sanktionen abstimmen. Am Tag in der Ostsee zunächst noch starke bis stürmische Böen, sonst verbreitet mäßiger Wind. Obama muss nicht nur Israel, sondern vor allem auch die Skeptiker im eigenen Land überzeugen. Viele in Washington fragen sich deshalb schon, ob er überhaupt liefern könnte, sollte es tatsächlich zu einem bindenden Vertrag mit dem Iran kommen. Am Dienstag regnet es stellenweise etwas. Am freundlichsten ist es an den Alpen. Ähnlich verläuft der Mittwoch. Am Donnerstag vor allem im Süden und Osten kräftige Niederschläge. Hoffnungsvolle Annäherung oder gefährlicher Kompromiss, ein Pro und Contra. Wir sind wieder da um 22:45 Uhr auf Tagesschau.de. Ihre Tagesthemen. Für die mehrfach verschobene Konferenz zur Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien gibt es jetzt einen Termin. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gab heute bekannt, Vertreter von syrischer Regierung und